Beste Smartphones für unter 200 Euro 2022. Wer Wert auf ein günstiges Einsteiger-Smartphone von Samsung legt, sollte sich das A20 näher anschauen. Im Alltag präsentiert sich das Smartphone, das mit Android 11 daherkommt, als solide. Mit gängigen Messengern und anderen Standardanwendungen kommt der Octa-Core-Prozessor mit 4 GB RAM gut klar. Neueste Spiele gestalten sich aber mitunter schwierig, da es hier an Rechenleistung fehlt. Action-Shooter oder 3D-Rennspiele werden beim A20 wohl eher eine Herausforderung für die Technik als für den Spieler. Die Hauptkamera schießt mit 48 Megapixel Auflösung bei guten Lichtverhältnissen gute Bilder. Ein empfehlenswertes Mittelklasse-Smartphone zum kleinen Preis ist das Realme 8i. Mit 120 Hz liefert das Realme 8i eine flüssige Grafik. Die Hauptkamera bietet mit 50 Megapixel eine gute Auflösung und liefert brillante Fotos. Der interne Speicher von 64 GB oder 128 GB reicht für den einen oder anderen Schnappschuss, Apps und Spiele in jedem Fall aus. Falls nicht, lässt sich der Speicher erweitern. Der Prozessor ist leistungsstark, überzeugt im Alltag und bei dem einen oder anderen Game. Auf eine Ultraweitwinkelkamera muss man bei diesem Smartphone aber verzichten. Auch bietet es nur einen Monolautsprecher. Der chinesische Hersteller Xiaomi liefert mit dem Redmi Note 11 ein Mittelklasse-Smartphone zum Einsteigerpreis. Herausragend ist das 6,7 Zoll große AMOLED-Display mit 120 Hertz. Das gibt es in dieser Preisklasse wohl nur von Xiaomi. Ebenfalls überzeugend wirkt der echte Stereoklang, der satte Bässe liefert und mit dem Equalizer noch deutlich aufgewertet werden kann. Auch das Note 11 bietet einen Hybrid-Slot, bei dem sich der Nutzer zwischen zwei Speichererweiterungen oder zweiter SIM-Karte entscheiden muss. Etwas schwer ins Gewicht fällt wortwörtlich das gesamte Gerät. Das hat aber wiederum den Vorteil, dass es direkt auffallen sollte, wenn die Hosentasche plötzlich um 179 Gramm leichter ist. Insgesamt überzeugt das Redmi Note 11 und auch beim Gaming kann es mit anderen aktuellen Mittelklasse-Smartphones mithalten. Streamen, Filmen, Spielen. Das Moto G60S ist das Mittelklasse-Smartphone von Motorola zum kleinen Preis. Der leistungsstarke Prozessor ermöglicht zusammen mit der 120 Hz Grafik ein eindrucksvolles Erlebnis, das über den Alltag hinausreicht. Es eignet sich daher für alle, die von ihrem Smartphone mehr als nur das Senden und Empfangen von Anrufen und Nachrichten erwarten. Ins Auge fällt dabei das 6,8 Zoll große Display und die vierfache Hauptkamera mit 64 Megapixel Auflösung. Ob schnell einen Schnappschuss aufnehmen, Filme in FHD Plus abspielen oder eine Runde zocken am Abend, das Moto G60S ist ein preisgünstiger Allrounder. Das A100 kommt mit 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicher daher. Grafik und Leistung reichten für die neuesten 3D-Shooter wohl nicht aus, doch an diese Zielgruppe ist dieses Modell auch nicht gerichtet. Vielmehr ist es ein Alltags- und Einsteigermodell zum günstigen Preis. Mit seiner 12 Megapixel Hauptkamera liegt das Blackview A100 hier aber deutlich im Vergleich zu anderen Modellen zurück, liefert aber dennoch brauchbare Fotos. Das A100 überzeugt mit einer hochwertigen Optik und Haptik und ist in vier verschiedenen Farben, schwarz, grün, blau, rosa, erhältlich.